Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, tut mir leid. Grüß Gott, Thomas Schmidt, mein Name. Ich habe mich an Ganz Ihre schön Bankstelle leise. abgeteilt. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's ganz gut. Was möchten Sie denn? Ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Finanzbetrüger mitgebracht, die uns das Geld ordentlich aus der Tasche ziehen wollen. Und naja, dabei jede Menge Geschichten erfinden, wie ihr ganz schnell reich werden könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, tut mir leid. Grüß Gott, Thomas Schmidt, mein Name. Ich habe mich an Ganz Ihre schön Bankstelle leise. abgeteilt. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Hören Sie mich? Ganz schlecht. Schlecht. Okay, Ja, ich sehr erkläre ganz leise. kurz mein Fast nicht zu Anliegen. hören. Fast nicht. Okay, ich spiele mein Bestes, dass es das ganz vorangeht. Gut, ich erkläre ganz kurz mein Anliegen, wie erwähnt. Es geht ja bezüglich, dass Sie sich unsere Werbung da angemeldet haben für das Thema Traden. Ich sehe schon, also auf diesem Gespräch wird hier jetzt gerade eben nichts mehr, oder? Nee, Darf ich nur weil eine du Frage stellen? bist ein Warum Betrüger. hinterlassen Sie Daten? Nein, warum hinterlassen Sie Daten, wenn Sie irgendwie halt einem gewissen Unternehmen nicht möchten? Haben Sie nicht versucht, Ja, das zu um tun? eure Zeit zu verplempern. Ihr hört's schon, hier wird's ein sehr interessantes Gespräch. Der Betrüger weiß von Anfang an Bescheid, dass er hier bei uns nichts mehr verkaufen wird. Tja, das Abstruse ist, das Gespräch ist aber hier noch lange nicht zu Ende. Das Gespräch, das geht hier ein ganzes Weilchen. Tja. Und zu dem Thema, warum hinterlasse ich meine Daten und will denn nichts von denen? Ja, ist ganz einfach. Man hinterlässt ja seine Daten nicht bei denen auf der Webseite, sondern in einer Werbeplattform. Zum Beispiel Höhle der Löwen. Ist irgendeine Werbeanzeige, die man zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram in den, ja, zwischen den Kommentaren oder zwischen den Beiträgen sieht. Ja, und da trägt man sich dann ein, wenn man auf die Masche reinfällt und seine Daten halt da eben einträgt, dass man reich werden kann. Ja, und dann wird man bei irgendeiner Firma rausgeschmissen. Manchmal sieht man das nicht mal. Da steht im Computerdisplay steht dann einfach nur, ja, sie werden dann angerufen. Oder die Variante, es öffnet sich direkt eine Seite, man ist im Konto und direkt im Einzahlsystem, anstatt vielleicht mal irgendwelche Informationen über das Unternehmen zu geben. Ja, und da wundern die sich, dass man daran dann kein Interesse hat. Tja, aber schauen wir mal, wie das Gespräch hier weitergeht. Super. Was Ja. Neues habe ich noch bis jetzt tagelang nicht gehört. Aber warum Ja. machen wir sowas? Na, weil ihr Betrüger seid und wenn ihr mit mir redet, dann könnt ihr in der Zeit mit anderen Menschen nicht reden. Und in der Zeit könnt ihr dann andere Leute nicht verarschen und um ihr Geld betrügen. Und woher wollen Sie das wissen, dass wir halt Betrüger sind? In dem Moment, in dem du überhaupt anrufst, weil du brauchst in Deutschland ein Double Opt-in. Und dadurch, dass du das nicht hast, also dich nicht mit einem Telefonautomaten abgesichert, dass du überhaupt anrufen darfst. Und dass du nicht automatisch aus Versehen irgendeinen falschen Menschen anrufst. Alleine das zeigt, dass euer Callcenter illegal arbeitet und das reicht aus. Ich verstehe es trotzdem nicht, wenn man einfach Daten hinterlässt, um Leute Habe einfach ich doch jetzt festzustellen. erklärt. Wenn du gut zugehört hast, hast du es begriffen. Weil du kriminell Hab bist, ich ja. werde ich dir das Das Leben wissen schwer Sie ja machen. nicht. Das Doch, das behaupten nur weiß ich. Sie. Doch, das habe ich. Nein. Das weiß ich. Ich habe dir doch gerade erklärt, dass ich das Tausend weiß. anderer Du rufst Kunden, illegal die bei uns an. arbeiten, denken halt nicht so. Warum illegal? Doch. Sie haben selber Ihre Daten hinterlassen, damit man Sie anrufen kann. Du Ich bist verstehe nicht, was da kriminell. Du illegal rufst. sein sollte, Ja, wenn Sie halt nein, da. nein. Dann beweise, dass ich die Daten hinterlassen habe. Mit dem Double Opt-in. Dann beweise es. Weil ich kann dir beweisen, wenn du ohne Double Opt-in anrufst, bist du kriminell. Weil du darfst in Deutschland ohne Double Opt-in die Leute nicht anrufen. Sie haben Ihre Daten auf der example.com hinterlassen, Gib mal damit bei ich Google das ein Double Opt-in und belese dich mal dazu. Dann weißt du vielleicht gut, auch, dass aber du das das brauchst. gut, aber Sie suchen halt andauernd nur Seiten, wo man Daten anmelden kann, Richtig. hinterlassen Sie und dann sagen Richtig. Sie double up, warum? Richtig. Na, wenn du anrufst ohne Double Opt-in, darfst du ja nicht. Damit bist du automatisch kriminell. Damit scheißt du automatisch auf deutsche Gesetze. Und dann werde ich Erklären Sie dich mir das automatisch doch. auf YouTube veröffentlichen. Erlernen Sie mich mal. Mach Was? mir das YouTube-Programm ein bisschen interessanter. Belehren Sie mal die Leute und die anderen Callcenter, wie das Ganze funktionieren soll.
Also grundsätzlich ist man ohne Double Opt-in, muss ich hier an der Stelle mal ein bisschen berichtigen, nicht automatisch kriminell. Na, also man braucht in bestimmten Fällen einen Double Opt-in. Zum Beispiel, wenn man werben will. Wie jetzt hier in diesem Fall. Na, also Telefonwerbung. Ein Double Opt-in funktioniert ganz einfach so. Ihr tragt eure Daten in dem Formular online ein, klickt das Häkchen an, ja, ich möchte Werbung haben, drückt auf Weiter. In dem Moment müsste dann euer Telefon klingeln oder eine SMS ankommen bei euch auf der Handynummer. Und dann ist da ein PIN-Code drin oder wird eben durchgesagt. Diesen PIN-Code, meistens so sechsstellig, den gibt man dann direkt in dem Formular wieder ein. Dann drückt man auf Bestätigen und schon habt ihr bestätigt, dass eure Telefonnummer auch eure Telefonnummer ist. Denn ansonsten kann man ja gar nicht wissen, dass eure Telefonnummer auch eure Telefonnummer ist. Sonst kann ich hier jeden eintragen. Das erkläre ich ja auch noch im weiteren Gespräch. Könnte ich ja meine Ex eintragen. Ich könnte, also irgendeinen Chef, den ich nicht mag. Und schon wird man mit Telefonwerbung bombardiert. Und um das eben zu vermeiden, gibt es das Double Opt-in. Und so kann sich die Firma letztendlich absichern, dass da auch seriös angerufen wird und der Kunde das auch zugesagt hat. Ansonsten, tja, ist die Firma auf ziemlich dünnem Eis, denn sie macht sich strafbar. Telefonwerbung ist in Deutschland nicht erlaubt, wenn ihr es vorher nicht erlaubt habt. Ihr müsst erst bestätigen, dass ihr das wollt. Naja, und ohne Double Opt-in kann die Firma eben das nicht nachweisen, dass ihr das so wolltet. Machen wir. Zeige ich. Ganz kurz, damit das Programm interessanter, glaube ich mal. Was ist ein Double Opt-in? Erklären Sie mal ganz kurz, was brauchen jetzt Betrügerunternehmen zu machen, damit sie halt nie mehr wieder als Betrüger genannt werden können? Da habe ich doch gerade erklärt. Du brauchst einen automatischen Anrufbeantworter, der bei mir anruft und einen PIN durchgibt, den ich dann eintrage. Und dann weißt du, oder nur so, ausschließlich nur so, kannst du wissen, dass das auch meine Telefonnummer ist, mit der du mich da anrufst. Ansonsten kann ich doch meine Nachbarin eintragen, meine Ex-Chefin, meine Ex, weil ich sie nicht leiden kann, trage ich da tausendmal ein, damit ihr die denn nervt. Und genau das ist in Deutschland illegal. Und dafür brauchst du ein Double Opt-in. Damit musst du dich technisch absichern, damit du nicht aus Versehen jemanden Fremden anrufst. Weil wenn du das nicht tust, bist du automatisch in Deutschland kriminell, weil du dich nicht an ein Gesetz hältst. Ja, wie gesagt, nicht ganz automatisch kriminell, aber zumindest ist da irgendwas faul an dem Anruf. Und seriös ist das nicht, wenn man einfach irgendwo bei Leuten anruft und ja, einfach wirbt, ohne dass derjenige das definitiv bestätigt hat. Okay, das heißt, du benutzt das Internet, damit du telefonieren kannst. Das macht dich jetzt nicht zu einem Betrüger oder was weiß ich, Kriminelle. Ja, du bist ja der Kriminelle. Aber wir als Unternehmen, der das Internet irgendwie dazu benutzt, dass dich zu telefonieren, sind automatisch kriminell. Das heißt doch wie anderen Großunternehmen auch, oder? Nee, das habe ich nicht gesagt. Du rufst ja die Leute an, ohne nachzufragen, ob sie das wollen. Nö, ich rufe sie an, weil sie halt Interesse gezeigt haben. Nee, das kannst du doch gar nicht wissen, ob die Telefonnummer, die dahinter steckt, Interesse gezeigt hat. Das kannst du gar nicht wissen. Das wird nirgendwo abgefragt. Zu keiner Sekunde. Wenn man die angibt und wenn man den Namen... Darf man die nicht einfach anrufen? Man darf nicht einfach jede Telefonnummer anrufen, die man da irgendwann mal eingetragen hat. Das ist in Deutschland verboten. Die Gesetze werden aus Jahr und Jahr immer schlimmer, glauben Sie mir. Also, ja, und du darfst es nicht tun. Du darfst hier nicht anrufen. Mach das aber. Schlimm. Ehrlich, schlimm. Wie man seine Zeit einfach nur so verschwenden kann. Ja. Du verschwendest ja deine Lebenszeit damit, indem du Leute erpresst, Leute abzockst und danach ist eure Scheißfirma sowieso wieder offline. Habe ich sie gezwungen, was bei uns zu machen? Nein, habe ich außerdem, nicht. Außerdem, weißt du, was noch illegal ist an deiner Firma? Du rufst mich mit einer gespufften Telefonnummer an. Mit einer was? Mit einer gespufften Telefonnummer, mit einer illegalen, gefälschten Telefonnummer. Okay. Das ist der größte Beweis, dass dein Callcenter illegal ist. Weil ich muss deine Telefonnummer, muss ich zurufen können. Und das kann man nicht. Deine Telefonnummer existiert gar nicht. Kann sie auch nicht. Also nicht den ganzen Tag damit telefonieren, es ist ja eine One-Way-Nummer. Tja, und One-Way-Nummer ist auch absoluter Bullshit. Natürlich kann man Telefonnummern so einstellen, dass man sie nicht zurückrufen kann. Zum Beispiel, dass man eben einfach blockiert, dass ein Anruf eingeht. Man kann sie dann zwar zurückrufen, aber zum Beispiel wird vom Automaten dann automatisch aufgelegt. Aber in einem Callcenter muss das so sein, das ist gesetzlich geregelt, wenn euch ein Callcenter angerufen hat, dann müsst ihr die Rufnummer zurückrufen können. Was legal ist, also man muss sich jetzt vorstellen, da sitzen 100 Leute.
Da sind natürlich jetzt nicht 100 verschiedene Telefonnummern, das ist ganz klar. Es wird auch quasi eine Hotline-Nummer angezeigt. Oder man darf halt dafür dann eine Hotline-Nummer einrichten, dass für alle Telefone, die da stehen, alle mit derselben Telefonnummer, also in der Ausgangsrufnummer, überall die gleiche Rufnummer angezeigt wird, damit ihr die dann zurückrufen könnt. Und natürlich ist klar, dass der den ganzen Tag telefoniert und nicht selber rangehen kann. Aber es muss eine Abteilung existieren, die da rangeht, wenn man diese Nummer zurückruft. Tja, und das tun die Betrüger halt eben nicht, weil sie ganz einfach wissen, dass sie illegal anrufen und irgendeinen Quatsch verkaufen. Und aus diesem Grund kann man die Telefonnummern halt einfach nicht zurückrufen. Spoofing ist quasi Rufnummernfälschung. Beim Spoofing kann man einfach irgendeinen Quatsch eintragen. Das heißt, bei euch im Telefondisplay steht dann irgendwas drin, beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder sogar die Telefonnummer von der Polizei könnte da drin stehen. Oder ich kann genau auch deine Telefonnummer dort einblenden lassen, wenn ich sie weiß. Ja, und das nennt man dann Spoofing, also gefälschte Telefonnummern. Und solche Nummern sind in der Regel nicht zurückrufbar. Im schlimmsten Fall landet ihr sogar bei irgendwelchen Privatpersonen. Na, also wie gesagt, ich kann ja auch deine Telefonnummer dafür nehmen. Und dann steht die auf einmal im Telefondisplay, obwohl ich gerade damit raustelefoniere. Technisch ist das ziemlich einfach, in Deutschland jedoch verboten. Ich muss ja, das ist in Deutschland auch verboten. In Deutschland, wenn mich ein Callcenter-Mitarbeiter anruft oder irgendeine Firma, ja, dann ist es in Deutschland Gesetz, dass ich diese Telefonnummer zurückrufen können muss. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man die anrufen könnte. Stell dir mal vor, ich habe über 200 Gespräche am Tag und da sollte, sollte mich jemand so andauernd nochmal anrufen. Wie soll ich die Arbeit dann irgendwie schaffen? Ist das unmöglich? Es gibt ja andere, verstehst du ja nicht, dass deine Intelligenz nicht funktioniert, das hast du doch jetzt bewiesen. Ja, hier war meine Seite der Leitung leider ein bisschen unterbrochen. Keine Ahnung, ich habe hier irgendwie gerade selber momentan ein paar Problemchen mit meiner Internetleitung. Ja, also nochmal zum Verständnis. Natürlich soll der meinen Rückruf nicht annehmen müssen. Was logisch ist, ist, dass irgendjemand anders da rangehen kann. Dafür kann man ja eine extra Abteilung schaffen oder muss man ja tatsächlich sogar, wenn er nicht selbst da rangehen kann. Ist doch logisch. Wenn ihr bei eurer Banktante zurückruft, ist das auch in vielen Fällen so, dass ihr nicht wieder automatisch bei der Tante von der Bank landet, sondern im Callcenter. Und die sehen dann im besten Fall, was die Banktante von euch wollte. Ja, und so ist es dann auch seriös. Das, was die hier machen, definitiv nicht. Was man dir sagt. Ich hab's dir doch gerade erklärt. Und du sagst wieder dazwischen. Hast du noch was Interessanteres zu sagen? Nö. Also ich glaube, der Clip wird irgendwie nicht so interessant. Also so viele Klicks wirst du nicht irgendwie haben. Ach, glaub mal. Also viel rauszuholen konntest du jetzt nicht irgendwie von mir, aber... Muss ich auch nicht. Das zeigt eigentlich nur, wie du intelligent bist. Im Endeffekt, ich weiß nicht. Tja, letztendlich bin ich nicht der Kriminelle, du bist der Kriminelle. Das behauptest nur du, ich hab das nicht gesagt. Also deine Meinung, jeder hat recht auf seine eigene Meinung. Das behaupte ich nicht, das beweist du ja, indem du mit einer gesprungenen Telefonnummer anrufst, denn das ist illegal und du rufst auch illegal auf dieser Nummer hier an. Also du machst dich gleich mit zwei Sachen gleichzeitig strafbar und merkst es nicht mal und versuchst dich dann noch irgendwie mit irgendeinem sinnlosen Quatsch rauszureden. YouTuber, keine Ahnung, irgend so ein YouTuber. Mhm. Soll ja was Interessantes natürlich auch mal drauf haben. Ja. Ja, keine Ahnung, der meint, dass wir irgendwie illegale Unternehmen sind, die gespoofte Handynummer anrufen, was weiß ich. Und also jetzt beschimpft er mich die ganze Zeit, keine Ahnung. Hat er die Daten hinterlegt? Ja, hat er hinterlegt, aber der meint, ja. Ich weiß nicht. Schön, dass er sich nebenbei noch mit irgendeinem Kollegen da im Hintergrund unterhält. Tja, macht das Ganze natürlich nicht gerade seriöser. Denn nun stellt euch mal wieder eure Bank vor. Ihr redet mit eurer Banktante und ihr seid da wegen irgendwas aufgebracht und erzählt, dass das alles so nicht sein kann. Und dann dreht die sich um zu einem Kollegen und schnackt mit ihr, währenddessen du dran bist, darüber, wie doof du eigentlich als Kunde bist. Ich meine, hat er jetzt so nicht exakt gesagt, aber vom Prinzip kommt es ja so rüber, ne? Also da kommt man sich ja komplett verarscht vor als Kunde, wenn sich der Mitarbeiter am Telefon einfach umdreht zu einem anderen Kollegen und über euch dann ablästert, währenddessen ihr noch dran seid. Also irgendwie... Weiß ich auch nicht. Es wird immer kurioser mit diesen Callcentern. Machst du ihn jetzt mit dem? Ich weiß nicht, was ich mit dem mache. So ein Bierchen zu trinken oder? Ja, vielleicht. Woher kommt der denn? Keine Ahnung. Hast du mal Bock, ein Bier? Ja? Ist der schon zusammen? Nicht mit Kriminellen. Lass mal treffen. Nö. Ich sag ja, glaub es ja nur du. Jeder hat recht auf seine eigene Meinung, besonders jetzt in Deutschland natürlich auch. Gut, dass ich die nächste halbe Stunde keinen Termin habe, dass wir ein bisschen mal die Zeit vergehen. Ja. Gut.
Was gibt's so Neues bei dir? Schon ein paar neue Clips raufgetan? Hey, ja, wie heißt dein YouTube-Kanal? Callcenter-Betrug. Google mal, ich will mal sehen. Schau, wie viel du Abonnenten hast. Callcenter-Abzocke. Was gibt's da noch so? Ist es das? Nee. Ja, wie Callcenter-Betrug einfach nur, oder? Wie heißt dein, Kanal? Callcenter-FUN. Der Christian? Nein, das ist nicht der Christian. Christian macht professioneller. Der hat mehr Fantasie. Mhm. Ah, der Christian. Wer ist denn der Christian? Also lustig, dass wir unseren Kanal hier gleich gefunden haben, aber wir sind jetzt Christian. Ist ja nicht Marco, der immer seinen Namen sagt? Ich weiß es nicht. Aber was, hä? Also ich meine, die kennen ja schon Scambaiter. Den ist das ja bekannt. Der ist ja auch relativ schnell hier auf YouTube gekommen und alles. Aber was, hä? Naja. Also, ich meine, wie will der sich jetzt noch als seriös verkaufen, wenn sie sich lustig über die Kunden am Telefon machen und gleichzeitig aber über diese ganzen Scammer-Geschichten auf YouTube Bescheid wissen? Also, es macht alles keinen Sinn. Da verrät sich doch hier selbst, dass er ein Betrüger ist. Ich meine, das macht er ja sowieso, dass er überhaupt schon angerufen hat, aber vom Prinzip her wird's doch nur noch unterirdisch. Ist ein Knopf, der hat keine Ahnung. Lass doch schauen. Was gibt's da noch? Ich kann dich nicht finden, also so wenig Follower hast du, dass du nicht mal auf die Suchleiste hinkommst. Nein, Callcenter Abzocke, das ist er nicht. Nee. Betrug meint er, ja? Irgendwas Callcenter Betrug, keine Ahnung. Ja, hab ich doch gesagt, Callcenter Fun. Callcenter Fun. Callcenter Fun. Ach, das ist ja. Callcenter Fun. Ja, natürlich sage ich dem hier nicht direkt den richtigen Namen vom Kanal. Wir wollen ihm ja nicht noch irgendwie die Möglichkeit geben, über 20 Ecken seine eigenen Videos zu claimen. Ist ja logisch. Tja, aber schon irgendwie nett, dass sie sich jetzt damit beschäftigen. Ich meine, er hat ja auch jetzt hier noch gesagt, dass er jetzt bald einen Termin hat und bis dahin noch seine Zeit ein bisschen verplempern möchte. So, mit Seriosität. Es kann doch gar nicht. Also, er versucht hier abzustreiten, dass er ein Betrüger ist. Erzählt aber, dass er jetzt mit mir seine Zeit verplempern will, bis er dann den nächsten hat, also den Termin. Wahnsinn. Wirklich nur noch Wahnsinn. Es wird immer verrückter. Okay, da haben wir dich. Mhm. Nein, das ist dann immer sein... Ich will aber seine Stimme hören. Willst du mal seine Stimme hören? Ja. Hallo? 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 Ich bin jetzt der Kollege, ich habe mal kurz übernommen. Also bist der andere Kriminelle aus dem Callcenter. Das jetzt meinen? Okay. Nee, das meine ich nicht, das weiß ich. Ihr ruft mit einer gespufften Rufnummer auf einer nicht freigestellten Telefonnummer an. Aber Sie sind nicht von Callcenter Fun. Meinst du? Sie sind jetzt nicht von Callcenter Fun. Die Stimme würde ich erkennen. Aha. Ich folge schon dem Kanal. Aha. Ja. Aber das sind Sie nicht. Na dann. Aha. Aber das sind Sie bestimmt nicht. Na dann warte mal ab. Wollen Sie mal die Originalstimme hören? Gib mal mein Handy da. Dein Gammel-Handy brauche ich nicht. Abspielen? Nee, ich wollte dir was jetzt abspielen von Callcenter Fun, dann kannst du ja seine Stimme hören. Also die Originalstimme von den YouTuber. Dann kannst du mal schauen, wie es so klingelt. Also bestimmt sind sie jetzt nicht von Callcenter Fun. Na, ich dachte jetzt wirklich, das ist der Originale. Deswegen wollte ich mit denen sprechen, aber nee, ist ja nicht. Entschuldigung, mit Fakes gebe ich mich nicht aus. Ich gebe mal wieder weiter. Da haben sie den Kollegen gerade sehr enttäuscht. Er dachte, ja, passiert. Ist nicht schlimm. Aber ihr seid ja eh nur Abschaum. Okay, schau mal. Entweder, ich dachte, das ist Christian. Christian kennt ihr, der arbeitet mit dem Typen. Christian heißt er. Seinen richtigen Namen gibt es nicht. Ja. Also ich kenne Christian, der arbeitet mit ihm zusammen. Ich dachte, das ist sein Kollege. Nee, ist er nicht. Das ist der mächtige YouTuber, der einen neuen Kanal irgendwie halt geöffnet hat und in dem Sinne einfach mal jetzt... Meinst du? Ja. Uninteressant. Okay, gut. Schon irgendwie lustig, wie die jetzt über den Kanal die ganze Zeit philosophieren. Ja, absolute Wahnsinn. Und die verkaufen sich halt seriös. Naja. Wer mag, kann natürlich gerne mal den Kanal Callcenter Fun besuchen. Das ist der große Kollege hier, der quasi in Deutschland, soweit ich weiß, zumindest damit zum größten Teil angefangen hat. Kai-Uwe Meier war, glaube ich, noch ein bisschen vorher, aber den gibt's ja schon nicht mehr. Und der Callcenter Fun, der hat hier in Deutschland, glaube ich, das Thema am größten gemacht von allen. Hast du selber gehört? Wenn er zumindest ein wirklich
Kanal hätte, ja, jetzt anschauen könnte, wäre es okay. Wäre vielleicht, ja, könnten wir uns da über. Schau mal, der braucht auch eine gewisse Arbeit, verstehst du mich? Das macht bestimmt auch nicht zu Hause. Ja. Hat sich, kam auf die Idee, weißt du was, ich lass einfach mal, keine Ahnung, was der macht, aber wie erwähnt, er lässt bestimmt so seine Daten überall hin und damit er einfach Materialien sammeln kann von verschiedenen Callcenters. Und er denkt, dass jetzt ein YouTube-Star irgendwie drauf sitzt. Bestimmt. So bestimmt. Ja, meinst du? Gib ihm mal ein paar Tipps, Mann. Gib ihm mal ein paar Tipps, wie er YouTube-Kanal aufmacht. Ja, erstmal sollte er aufhören zu fluchen, das wäre das Beste, glaub mir. Sollte schon die Geschichten irgendwie spannender machen, interessanter. Das ist ein Rat von allen Kollegen hier, soll ich mal so sagen. Wer weiß, vielleicht folgen wir dir auch irgendwie mal. Wird das Zeit. Aber wenn du gut bist. Aber wenn du gut bist, genau. Wenn ein guter YouTuber bist, dann können wir dir folgen. So nicht. Oh Mann. Ich bin gespannt, was er da so abschneiden wird, also was er daraus machen wird. Wie gut er halt im Cutting ist. Siehst du nicht, das kannst du nicht auf diesem Kanal sehen. Hm? Dann ist nicht der Original. Er meint, er wird uns da irgendwie jetzt da. Ah, okay. Und ja, bei. Wie heißt der? Flitzekacke. Also. Na. Felix Flitzekacke. Ja, gut, der andere, der hat da. Originellere Namen. Originellere, ja? Ja, ja, ja. Sag ja, der ist neu. Der ist neu. Ja? Ja, aber das ist ja fake, das ist ja original. Ich dachte, ich wollte mit ihm sprechen, aber nach Stimme kam andere. Ja, ja. Ein Noob, wie man so sagen würde in der Gaming-Welt. Okay, ich glaube, das war's. Es ist schon Wahnsinn, wenn man den Betrügern einfach mal den Spielraum lässt und sie sich selbst überlässt, währenddessen sie sich da ja zu zweit unterhalten und man sich selber in das Gespräch schon selbst rausgenommen hat. Ist ja Wahnsinn. Tja, aber wenn ihr wollt, dass wir hier auf dem Kanal ein bisschen größer werden, dann bin ich absolut auf eure Unterstützung angewiesen. Drückt also gern den Abo-Button, am besten mit Klingelglöckchen, dann gibt's auch immer eine kleine Info, wenn's was Neues gibt, dann werden wir hier auch natürlich ein bisschen größer. Aber ich habe euch noch ein Telefonat heute mitgebracht. Schauen wir mal da nochmal rein. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's ganz gut. Was möchten Sie denn? Ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel. Das glaube ich nicht. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht, deswegen ich möchte ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Aber wissen Sie, was ist Onlinehandel, wie es funktioniert? Ja, aber da gehört ihr ja nicht dazu. Ja, okay, aber Sie haben die Möglichkeit, alles besser zu verstehen, wie alles funktioniert, okay? Ja, und dann ist die eigene Entscheidung, was Sie wollen machen. Ja, das funktioniert ja bei euch nicht. Aber wieso? Haben Sie Erfahrung daran? Haben Sie in die Vergangenheit investiert? Nee, ich habe nicht in die Vergangenheit investiert. Das geht aber auch gar nicht. Wieso? Ja, weil man nicht in die Vergangenheit investieren kann. Okay, aber Sie haben die Möglichkeit, überhaupt jetzt eine Partnerschaft mit unserer Firma zu anfangen, damit Geld zu verdienen. Das ist leicht. Ja, aber bei uns kann man doch kein Geld verdienen. Aber was machen Sie beruflich, Herr Hartmut? Was ich beruflich mache? Ja, genau. Was? Wiederhole bitte. Okay, aber etwas mehr zu verdienen, okay, in dieser schlechten Zeit rum, wird sein toll, okay? Welche schlechte Zeit? Haben Sie gerade schlechte Zeiten? Ja, es gibt eine Inflation. Die Preise aufsteigen, hingegen die Löhne nicht. Und Sie haben die Möglichkeit, mindestens alles zu ersetzen. Ersetzen Sie, was Sie mehr bezahlen, als wie viel hast du bezahlt für einigen Monaten. Wo haben Sie denn die Inflation gerade? Wo haben Sie die hingelegt? Irgendwo, in die Lebensmittel, in die Rohstoffpreise und so weiter und so weiter. Haben Sie die da gefunden, ja? Okay, aber etwas mehr zu verdienen ist immer toll. Wann es gibt eine Inflation oder wann es gibt keine Inflation. Geld verdienen ist toll. Warum? Das ist der Grund, dass Sie aufwachen jeden Morgen und in Arbeit gehen, oder nicht? Verstehe ich nicht. Ja, du aufwachst jeden Morgen und gehst arbeiten, damit etwas mehr zu verdienen. Geld zu verdienen ist immer toll, oder nicht? Nee. Wieso arbeiten Sie, wann ist nicht toll? Ja, wer sagt denn das? Wieso bist du gerade nicht in die Urlaub, aber du arbeitest? Wann ist nicht toll, Geld zu verdienen? Ich hab doch gerade Urlaub. Aber wann du wolltest kein Geld, wieso arbeiten Sie? Entschuldigung, nee, ich kann das doch nicht verstehen. Also, warum gehen Sie in die Arbeit jeden Tag? Ja. Mache ich doch gar nicht jeden Tag.
Okay, once again, ist mir egal, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, ich weiß das nicht, wie viel Sie arbeiten, aber warum arbeiten Sie, wenn Sie wollen kein Geld verdienen? Na, weil man ja von irgendwas überleben muss, das hat ja nichts mit Wollen zu tun. No, ich habe das verstanden, aber du hast mir gesagt, ist nicht wichtig, Geld zu verdienen, ist egal. Aber wieso? Ja, ist egal. Auch egal. Geld ist doch jetzt nicht das Wichtigste, oder? Nein, ich kann Ihnen nichts zwingen, Entschuldigung. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht und deswegen ich melde mich an. So, ja, ich habe eine Gründe, ich habe eine Gründe, Ihnen zu rufen. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Ja, du hast bei uns eine Anmeldung gemacht vor zwei Monaten. Deswegen rufe ich Ihnen an. Okay? Aha, das glaube ich trotzdem nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, alles zu beweisen. Ja, aber ich habe die Möglichkeit, alles zu beweisen. Du hast bei uns eine Anmeldung gemacht. Aber ist alles egal. Lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Okay? Kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen? Was? Kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen? Was muss ich wiederholen? Nee, ein vernünftiges Headset holen. Okay, gerade ich habe. Weil dein Mikrofon klingt so, als würde das irgendwo drinstecken, wo es nicht hingehört. Okay, ich habe das schon erklärt. Ich kann Ihnen nichts zwingen. Aber mindestens, gib mir einen Grund. Wieso Sie aber haben kein Interesse? Du kannst ja aber nicht mal im Ansatz Deutsch. Wer soll dir das glauben? Nein, ich habe die Möglichkeit, noch weiter zu sprechen. Aber gib mir einen Grund, damit du kein Interesse hast. Und so, ich werde gerne deine Nummer löschen oder streichen und verschwunden, deine Nummer von meiner Liste. Aber gib mir mindestens eine Nummer streichen? Das ist ja witzig. Nein, aber ich brauche eine Gründe, damit deine Nummer zu löschen. Ja? Gib mir eine Gründe und dann ich werde gerne deine Nummer löschen. Ja? Glaub ich. Aber du kannst ja nicht... Ich werde das gerne machen. Kannst ja nicht mal richtig Deutsch, nicht mal ein bisschen eigentlich. Das ist ja furchtbar. Das sind Ausreden, mein Lieber. Du wolltest Ausreden zu finden, weil du wolltest nicht geantworten. Das okay? Heißt Sie. Warum verändern Sie die Gespräche? Okay, es gibt ein anderes Gespräch. Wir sprechen über die Onlinehandel. Okay? Das heißt Sie. Und ich habe Ihnen gefragt, gib mir eine Gründe, okay? Eine seriöse Gründe. Ja. Und ich werde gerne deinen Namen löschen. Du das musst heißt, nicht die Gespräche verändern. Du musst nicht Ausreden zu finden, okay? Das heißt Ihren Namen, nicht deinen Namen. Okay. So, ja. Ich werde Ihnen Onlinehandel lernen und du wirst mich sehr gut das heißt, die Deutsche lernen. Sie du musst die Deutsche lernen. Aber ich bin Ausländer, Bruder. Ich bin Italienisch. Ich komme aus Italien und... Albanien. Was? Albanien. Wo bleibt? Ist die Innenstadt von Tunesien oder nicht? Nee, Albanien. Wo bleibt Albanien? Ja, du kommst doch aus Albanien. Vielleicht, ich habe das schon gehört, ich weiß das nicht, wo bleibt dieses Land, aber ich habe gehört, vielleicht ist die Innenstadt von Tunesien. Ist eine Stadt oder ein Land? Es ist ein Land. Wo? Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, dass Albanien ist die Innenstadt von Tunesien oder Marokko, ich weiß das nicht. Und du hast arabische Land. Ahnung von Trading. Ah, ich habe keine Ahnung von Trading. Ja, das merke ich. Ah, okay. Ja. Fragen Sie mich über etwas. Stellen Sie mich eine Frage und wir haben die Möglichkeit zu schauen, ob ich kenne diesen Bereich oder nicht. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht überlegen. Stellen Sie mich eine Frage. Ja? Hast du dir heute die Zähne geputzt? Nein, aber stellen Sie mich eine Frage. Habe ich doch gerade. Was wollten Sie gerne wissen? Sag mir Bescheid. Ja, hast du deine Zähne geputzt? Ja, genau, ich habe das. Ja. Aber was interessieren Sie das? Was hat das zu tun Mach mit dem Onlinehandel? Das hat nichts zu tun mit dem Onlinehandel, Hartmut. Okay? Nee. Ich dachte, man kann mit Zahnpasta handeln. Hartmut, hören Sie sich an. Schimmeldöner. Ich werde Ihnen jeden Tag zurufen, weil ich habe eine Gründe. Okay? Okay, du hast bei uns eine Anmeldung. Du hast bei uns eine Anmeldung gemacht, glaube ich. Ja? Deswegen, ich Glaubst rufe du? Ihnen an. Aber lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen, okay? Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen seriöser zu werden, okay? Nee, eine seriöse Sprache zusammen zu machen, okay? Aber und bei so, dir bekommt man doch keine seriöse Sprache. Nein, ich bin sehr seriös. Bist du nicht seriös? Du hast Lust zu witzeln, ich spielen mit mir. Ich finde dich nicht besonders seriös. Ah, ich bin sehr seriös. Nee. Bist du, dass du wolltest mit mir spielen?
Aber du hörst dich nicht besonders seriös an. Wieso, ich bin nicht seriös? Naja, mit deiner Aussprache und so. Klingt nicht seriös. Ah, du kriegst das nicht klingt seriös. Klingt eher so wie ein Betrüger. Ah, Betrüger, verdammt. Ja. Aber ich bin ein guter Mensch, glaub mir. Nee. Ich bin nicht ein Betrüger. Doch. Was soll ich mit ihnen machen gerade? Machen ich habe die Möglichkeit an eine Sache machen, weil du hast mich Betrüger genannt. Das genau. Ist, okay? Ein Zeichen machen, das ist nicht gut, okay? Aber so ist es mich doch. Zu beleidigen. Du hast mich beleidigt. Du hast mich Betrüger genannt. Und das ist, okay, ja, unhöflich. Das ist sehr unhöflich. Eine unerkannte Mann Betrüger nennen. Bitte schön. Gerne. Nein, bitte schön nichts. Doch. Ist wirklich sehr unhöflich. Das wie kann man Betrüger ein anderer, ein unbekannter Mensch, ein unbekannte Leute zu nennen? Genau, okay? Wie kann man denn unbekannte Ich fühle Menschen mich sehr beleidigt. Glaub mich, ich fühle mich sehr, sehr beleidigt. Aber was soll ich gerade machen? Denn unbekannte Menschen? Ich betrüge nicht, ich bin ein Vertreter. Ich habe die Möglichkeit, mit Ihnen zu arbeiten. Nee. Okay? Du bist doch nur ein Krimineller. Ich bin nicht unhöflich. Du bist sehr unhöflich, ich hingegen bin nicht, ich bin sehr höflich. Aber ich bin sehr höflich ja mal, mit Ihnen. Aber du kannst ja nicht mal vernünftig sprechen. Nein. Aber das ist eine Ausrede, Bruder, glaub mich. Nee. Du wolltest verschiedene Ausreden zu finden. Das ist eine Aussage, keine Ausrede. Nein, das ist eine Ausrede. Nee, eine Aussage. Du wolltest die Gespräch zu verändern. Gespräch, das hast du aber gut gespracht. Tja. Okay, und dann? Vielleicht solltest du noch mal einen Kakerlakenkurs besuchen. Nein, aber ihr seid 10 Minuten, dass wir zusammen sprechen und du hast mich schon verstanden, nicht? Nee. Nein? Nee, deine Aussprache ist so, gerade, du hast mich geantwortet. Ich habe das gut gesagt, ne? Nee. Ich habe das fließend gesagt. Ja, nee. Wieso hast du geantwortet? Nee. Was habe ich gesagt, damit du nichts zu sagen? Weiß ich nicht, das kann man ja nicht verstehen so gut. Aber du verstehst aber. Vielleicht ist es gibt eine schlechte Verbindung, aber Woher weißt du das? Wie alt sind Sie, Herr Hartmut? Ich bin 34 Jahre alt. Ja. Und du hingegen, wie alt bist du? Ah. Ja, du hast die Frage verstanden, aber du wolltest nichts dazu verstanden, okay? Ja, du hast die Frage verstanden. Wie alt sind Sie? Das ist fließig Hochdeutsch. Sehr fließig Hochdeutsch. Und sehr du hast das verstanden? Mhm. Ja, fließig Hochdeutsch. Das ist Hochdeutsch. Aha. Ich bin 34 Jahre alt. Nee. Und du hingegen, wie alt sind Sie, Herr Hartmut? Du bist 80, 90, 100 Jahre. Wie alt bist du? Bist ein alter Mann. Du bist nur 90 oder 100 Jahre? Nee. Mehr oder ein bisschen? Nee. Weniger. Das passt nicht. Du bist 90 oder 100 Jahre alt? Oder ein bisschen mehr? Ein bisschen oder weniger? Mehr? Du bist mehr? Du hast mehr oder weniger als 90 Jahre alt? Nee. Nee? Ah, ich 50. Kann ich dir denn behilflich sein? 50? Du hast 50? 45? Was machen wir denn heute noch Schönes? Ja, du hast Lust mit mir zu spielen, so? Ja. Ja, okay. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Nee. Sehr, sehr höflich. Du bist sehr höflich, Hartmut. Ja, das weiß ich. Und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie... ich bin Betrüger. Gerade ich kann sagen Ihnen. Okay, du hast mich beleidigt. Ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Ich gehe in die Polizeiposte gerade und ich werde an eine Sache machen. Überhaupt jetzt, glaube ich. Eine Sache, ja, Betrüger? Ja. Betrüger, nochmal Betrüger. Ja, Krimineller Betrüger. Ja, ich bin keine Krimineller. Ich gerade bin bereit zu weinen, mit was du hast mich gesagt. Du hast mich Betrüger genannt. Und das ist sehr unhöflich. Weine mal, ich möchte das mal sehen. Schönen guten Tag, tschüss. Ja, Betrüger. Tja, und wenn er nicht gestorben ist, dann weint er wohl noch heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen in nördliche Richtung. Wer mag, kann den Kanal noch gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos mehr und ihr unterstützt den Kanal, damit wir hier alle ein bisschen größer werden. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you.